Hi, ich bin Timo. In diesem Video geht es ums Laufen und wie du am besten mit dem Training beginnst. Es richtet sich an alle Trainer und alle Sportlehrer, aber eigentlich auch an jeden, der seine Sportschuhe schnappen möchte und mit dem Training loslegen will. Als Laufanfänger gilt es einiges zu beachten, weil dein Körper sich erstmal an die neuen Belastungen gewöhnen muss. Deine Lauftechnik wird nämlich maßgeblich durch deine Koordination, Balance, deine Stabilität im Rumpf und durch deine Kraft in der Hüfte und den Beinen beeinflusst. Ich stelle jetzt ein paar Übungen vor, um deinen Körper auf die Anforderungen des Laufens besser vorzubereiten. Weil du beim Laufen jeden einzelnen Schritt einbeinig abfangen musst, ist es extrem wichtig, dass du eine gewisse Balance und Stabilität hast und dein Fußgewölbe auch auf so eine Anforderung vorbereitet ist. Deswegen wollen wir uns ein bisschen herausfordern, in den Einbeinstand gehen, diesen erstmal halten. Wenn das gut möglich ist und du das stabilisieren kannst, wollen wir eine etwas größere Herausforderung hier mal an den Tag bringen. Du streckst den Arm nach vorne, hast die Augen auf dem Daumen, bewegst den Daumen und versuchst ihn die ganze Zeit zu fokussieren. Halte den Kopf stabil und lass nur die Augen nach links und rechts gehen. Du wirst merken, das ist ganz schön schwierig und dein Fußgewölbe ist die ganze Zeit am Arbeiten. Als nächstes gehst du ebenfalls wieder in den Einbeinstand, fixierst einen Punkt irgendwo in der Ferne und bewegst nur den Kopf nach links und rechts. Auch hier wirst du merken, dein Fußgewölbe muss arbeiten und die Balance zu halten ist gar nicht so einfach. Je größer die Bewegung und umso schneller sie ist, desto effektiver ist das natürlich, aber auch natürlich gleichzeitig umso anspruchsvoller. Um deine Athleten ganzheitlich auszubilden, hatten wir jetzt das visuelle System integriert, das vestibuläre System und kümmern uns jetzt explizit um das propriozeptive System. Dafür eignet es sich, die Schuhe auszuziehen, um die Mechanorezeptoren unter der Fußsohle noch ein bisschen besser zu aktivieren und einen Koordinationskreisel ins Training einzubauen. Im Einbeinstand auf dem Kreisel wollen wir einen Punkt in der Ferne fokussieren und versuchen hier die drei Punkte unterm Fuß auf der Innenkante, der Außenkante und der Ferse bewusst wahrzunehmen und darüber die Balance zu halten. Die verschiedenen Kreisel haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Umso kleiner die Kugel unter deinem Board ist, desto schwerer ist es und umso größer und so mehr Auflagefläche wir haben, desto einfacher. Empfehlungen fürs Training sind 30 bis 60 Sekunden pro Fuß, die man auf jeden Fall schaffen sollte, ohne dass der Rand den Boden berührt. Weil die Rumpfstabilität die Lauftechnik maßgeblich beeinflusst, müssen wir die ins Training integrieren. Eine absolute Übungsklassiker und eine der effektivsten Übungen ist der Plank in der Basic-Variante. Aber etwas laufspezifischer ist die Variante, indem wir einen Fuß abheben und kurz den Fuß in der Luft halten. Dabei ist es natürlich extrem wichtig, dass die Hüfte stabil und kontrolliert bleibt, keine Rotation zeigt und auch kein Abkippen nach links und rechts. Eine weitere tolle Übung für die Rumpfstabilität ist die Hüftbrücke. Dafür gehen wir in die Rückenlage, stellen die Hacken auf, kippen das Becken zur Nase und spannen den Bauch aktiv an. Die Position ist extrem wichtig. Aus der Po-Muskulatur heraus wird die Hüfte nach oben geschoben, oben kurz verharren und stehen, langsam wieder absenken, ohne die Position des Beckens zu verlieren. Wenn du die Atmung anleitest, achte darauf, dass in der Konzentrik, also der hebenden Phase der Hüfte, ausgeatmet wird und beim Absenken eingeatmet. Eine weitere tolle Übung für die Rumpfstabilität ist der Side Plank. Ellbogen in einer Linie unter der Schulter, Arm ist oben gestreckt, Becken eingerollt, Rumpf ist fest und die Hüfte maximal abgehoben. Um es noch etwas laufspezifischer zu machen und den Rumpf noch etwas weiter herauszufordern, macht das obere Bein eine Laufbewegung. Achte bei den Athleten darauf, dass die Hüfte nicht vor und zurück wandert, dass das Becken stabil bleibt und kein Hohlkreuz und kein Rundrücken gezeigt wird.
Im nächsten Trainingsbereich geht es um die Kraftfähigkeit in den Beinen und in der Hüfte. Um eine gewisse Schrittlänge zu kreieren, brauchen wir eine starke Po-Muskulatur. Um wie zu trainieren, bietet sich wunderbar die Übung Butt Kick an. Dafür geht man in den kleinen Plank mit den Knien dicht an den Ellenbogen und streckt ein Bein weit nach oben hinten aus. Zieht das Knie wieder unter die Brust und wiederholt das Ganze zwischen 10 und 15 Mal. Langsam in der Ausführung und achte bei den Athleten darauf, dass sie nicht nach links oder rechts wegkippen, keine Rotation in der Hüfte zeigen und eine maximal hohe Fußposition haben sowie komplett gestreckte Knie. Nach 10 bis 15 Wiederholungen kommt dann der Seitenwechsel und das Ganze für mindestens 3 Sätze. Wenn die Hüftmuskulatur deiner Sportler nicht stark genug ist, wird in jedem Schritt eine Innenrotation im Oberschenkel passieren, weil die Abduktoren nicht kräftig genug sind, um die Beinachse geradlinig zu stabilisieren. Eine tolle Übung dagegen, oder um die Abduktoren zu stärken, funktioniert mit so einem kleinen Widerstandsband. Oberhalb der Knie angelegt, im Einbeinstand, leicht gebeugte Hüfte, leicht gebeugte Knie, Außenrotation, kurz halten, in die Ausgangsposition. 5 bis 10 Wiederholungen pro Seite, langsam ausgeführt. Achte darauf, im Becken nicht zu rotieren, sondern wirklich nur über die Abduktoren den Oberschenkel nach außen zu führen. Seite wechseln nach 5 bis 10 Wiederholungen. Eine weitere tolle Übung, auch ein absoluter Klassiker, um die Beinkraft, Hüftkraft fürs Laufen vorzubereiten, sind die Ausfallschritte. Hintere Knie berührt einmal den Boden. Der diagonale Arm geht mit nach vorne. Oberkörper bleibt aufrecht und stabil. Um die Übung zu intensivieren, kann man leichte Gewichte nutzen. Entweder mit einer Kettlebell, mit einer Langhantel oder auch einer Gewichtsweste. Im letzten Trainingsabschnitt geht es um die Lauftechnik und Laufschulübungen. Die erste Übung ist der Fußgelenkslauf, bei dem wir von der Zehenspitze bis zur Ferse abrollen wollen. Dabei ein stabiles Sprunggelenk haben wollen, was aber wirklich kontrolliert eine Absenkphase zeigen kann. Ein Bein ist mal durchgedrückt, ein Bein ist angewinkelt. Die Arme nimmst du locker aus der Schulter mit, von der Hüfte bis ungefähr auf Mundhöhe, Hip to Lip. Die nächste Übung ist der Kniehebelauf. Eine tolle Übung zur Kräftigung des Hüftbeugers und des Kniehubs im Laufstil. Der Oberschenkel wird parallel bis zum Boden gebracht. Oberkörper bleibt aufrecht und die Arme schwingen flink aus der Schulter vor und zurück. Die letzte Übung sind die Long Legs, eine tolle Übung zum Training des Zugs unter den Körper. Wir wollen immer beim Laufen den Fuß möglichst dicht unter den Körperschwerpunkt bringen, um direkt Kraft nach vorne zu kreieren. Umso weiter der Fuß vorne aufsetzt, desto mehr Bremsmoment haben wir und desto ineffizienter ist die Lauftechnik. Bei den Long Legs achten deine Athleten auf gestreckte Beine, angezogene Zehenspitzen und möglichst großen Drive nach vorne. Ich hoffe, ich konnte dir und deinen Athleten ein paar schöne Anregungen für den Laufeinstieg geben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und dann viel Spaß beim Laufen.